Hallo liebe Grillfreunde, ich bin der Max aus dem Weber Original Store und Grill Akademie hier in Berlin und heute zeige ich euch mal, wie man sich ein kleines Frühstück grillt. Und zwar machen wir uns heute Folgendes: Wir machen uns einmal French Toast, auf Deutsch arme Ritter, ja. Daraus machen wir uns dann noch ein kleines Grilled Cheese Sandwich. Dazu gibt es Hash Browns, so die amerikanische Variante von so einem Kartoffelrösti. Und dazu noch ein bisschen Speck und ein paar Spiegeleier. Dafür haben wir hier schon mal einige Sachen vorbereitet. Ja, für unseren French Toast brauchen wir natürlich Toastscheiben. Dazu haben wir hier ein paar Eier, ein kleines bisschen Milch. Und damit es nachher auch ein Grilled Cheese Sandwich wird, haben wir hier noch ein bisschen Mozzarella liegen. Ja, kann man zu Hause aber auch gegen jeglich anderen Käse austauschen. Für unseren Bacon haben wir hier natürlich Bacon liegen. Ja, für die Spiegeleier haben wir hier zwei ganze Eier. Und fürs Kartoffelrösti haben wir da schon mal ein paar Kartoffeln geraspelt und abgespeckt mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. So, jetzt stehen wir auch schon direkt am Grill. Wir haben nämlich einige Sachen, die da schnell drauf wandern müssen. Das Kartoffelrösti braucht am längsten. Aus dem Grund schmeißen wir das jetzt schon mal drauf. Den Grill, den habe ich auf knapp 200 Grad vorgeheizt und auf dem Grill befindet sich Folgendes, nämlich eine gusseiserne Platte, auch Planscher genannt. Ja? Wer zu Hause nicht sowas hat, kann natürlich dafür auch gerne eine Pfanne benutzen. Ich werde jetzt hier eine kleine Spritzer Rapsöl draufgeben und dann direkt unser Kartoffelrösti da drauf platzieren. So, jetzt machen wir uns an unseren French Toast. Wir haben hier unsere Eier. Schmeiße ich einmal hier in den Einsatz rein. Bisschen Milch dazu. Und dann wird das Ganze einmal miteinander verquirlt. Schnappen wir uns unsere Toastscheiben und die werden wir jetzt einfach von beiden Seiten in unsere Ei-Milchmasse dann einmal schön einweichen lassen. Gut, jetzt habe ich hier ein bisschen Butter. Das werde ich auf die Planscher geben und dann unsere Toastscheibe direkt da drauf geben und dann so circa 3-4 Minuten von jeder Seite dann einmal schön anrösten. Und zwischen unseren French Toast und unseren Rösti packen wir jetzt einfach ein paar Scheiben von unserem Bacon. So, unser French Toast, Bacon und unser Kartoffelrösti sind soweit fertig. Jetzt werden wir hier einfach noch ein kleines Spiegelei dazu machen. So, French Toast, Speck und Kartoffelrösti nehmen wir jetzt schon mal runter. Den French Toast werden wir dann mit unserem Käse belegen, den Grill ausschalten und die Restwärme vom Grill ausnutzen, damit das Spiegelei und unser Käse schmelzen können. Wie das fertige Gericht aussieht, das seht ihr dann gleich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.